Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue. Und ja, wir haben uns hier dieses ganz, ganz dicke Schiff, geben lassen. Und das ist richtig, richtig stark. Und deshalb werden wir das jetzt einfach mal benutzen, um die französische Flotte da vorne kaputt zu machen. Die ist jetzt noch nicht nah genug dran, dass ich irgendjemanden erwischen kann. Aber sobald ich dieses fette Schiff hier im Visier habe, jetzt zum Beispiel, setze ich mal die Mörser ein. Und natürlich auch. Und ihr schaut mal, wie schnell dieses Schiff da vorne kaputt geht. Das ist ja brutal. Einfach, da kannst du ja einfach durchfahren. So, dieses kleine Schiffchen da. Zack, kaputt. Jo, das macht Spaß. Leute, das macht Spaß. Ich will dieses Schiff haben. Und kaputt. Das große Schiff ist weg. Dieses kleine Schiff ist auch weg. Ah, also unsere Morrigan, also unser eigentliches Schiff, finde ich ja auch ganz nett. Aber das hier ist ja der Wahnsinn. Das ist ja brutal. Okay, das ging sehr schnell. Aber ich glaube, da dürfen wir noch ein bisschen mehr was machen. Schick, schick, schick. Also ein Eurozeichen da auf dem Segel. So, den kennen wir doch auch schon. Das brennende Schiff ist ja geil. Okay. Sind das Sprengschiffe? Sind die mit Munition? Oh Gott. Bestückt? Brander, falls sie durchbrechen, Brander, vernichten sie unsere Flotte. Dann sollten wir das verhindern. Dann sollten wir da mal ganz schnell was kaputt machen. Komm, fahr ein bisschen. Alter, okay, das ist weg. Ihnen, dass wir andere Ziele haben. Abgemacht. Wir müssen diese Brander loswerden. Gut, dass die auf uns fahren. Das Gute ist, reichen wir den? Passt, oder? Gut, und da oben sind die nächsten. Also diese Schiffe sind eben, die sind angezündet, wie ihr seht. Und die sind voll mit, ja, explosiven Sachen. Dynamit und was weiß ich und Sprengstoff und alles Mögliche. Und die sind nicht so nett. Kennen ja Age of Empires Spieler aus dem zweiten Teil. Auch immer eine beliebte Waffe, wenn man zu viel Ressourcen hat. Haben wir eigentlich eine Sidequest? Ein optionales Ziel in 10 Schiffe mit Mörsern versehen. Hahaha. Okay, keinen Schaden durch Brander nehmen. Das könnte man vielleicht hinkriegen. Okay, dann machen wir mal ein paar Mörser. Mal schauen, ob wir es noch hinkriegen können überhaupt. Aber ich vermute, wir werden entweder das eine schaffen oder das andere. Ich glaube, Master Kenway hat recht, Captain. Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen. So, ja, wir haben doch Mörser. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo kommen die nächsten? Das sieht da gerade aus, wo ich gerade hinschaue. Böse aus. Es ist hoffnungslos. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Nichts zurückziehen, wir müssen noch ein paar Mörser-Sachen kaputt machen. Die Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen. Na, wo kommen die nächsten? Zeig's mir an. Nicht blöd rumreden. Zeig mir ein Ziel an oder wo Gegner kommen, aber doch nicht so nichts machen. Danke. Damit kann man doch was arbeiten. Das heißt, ich muss jetzt die Mörser wirklich mit den für die kleinen Schiffe da verwenden. Ein bisschen Verschwendung. Also einmal drehen, ganz schnell. Ich glaube, jetzt habe ich es ziemlich verkackt. Mach die Mörser klar, Shay. Komm, 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 komm. Die beiden Dinger müssen kaputt gehen. Und dann können wir die Mörser einsetzen. Diese fette. Schiffe hier. Schauen wir mal, ob der Mörser bei dem Schiff ausreicht. Perfekt. Wie viel haben wir denn schon? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir sollten die Mörser feuern, Captain. Ah, komm. Ich bin zu nah dran an dem Schiff. Zurück, das ist nicht doof. Ja, ja, ja. Das, der schickt uns nicht auf den Meeresgrund. Ich möchte den mit Mörsern zerstören. Aber der ist zu nah. Das ist echt doof. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob da noch genügend Schiffe kommen. So, jetzt ist er, glaube ich,
in einer guten Reichweite. Kaputt. Okay. Ja. Zu spät die optionalen Ziele mal wieder gesehen. Ich fürchte, das wird nicht reichen. Oh, guck mal. Englische Schiffe. Mit noch mehr Mörsern. Wuhuhuhu. Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Ja, dann haben wir es wohl nicht. Dann haben wir es wohl nicht geschafft, also die optionalen Ziele. Es ist noch zu früh zum Jubel. Aber das macht nichts. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. Gut, Mission abgeschlossen. Ja, keine 10 Schiffe, aber immerhin keinen Schaden durch Brander. Das ist schon mal gut. Und, ja, weiter geht's. Jetzt wird's ja langsam lustig. Ich möchte dieses Schiff unbedingt behalten. Ja, und das motiviert mich doch jetzt schon wieder deutlich, unser Schiff mal abzugraden. So. Kleine Pause, nehme ich auch mal einen Schluck aus der Pulle. Pulle rum und so. Master Kenway scheint entschlossen, Adewale zu vernichten. Ihr nicht? Oh, und aus irgendeinem Grund sind wir auf einmal wieder in unserem eigenen Schiff. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es, ich weiß. Aber so. Es ist eine Schande. Gut, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir schauen uns mal wieder auf der Karte ein bisschen um. Okay, wir müssen das Gebiet definitiv verlassen. Dann nehmen wir mal wieder die Schnellreise. Wir müssen wieder nach Nordamerika. Wie gesagt, normalerweise würde ich immer so fahren, weil man halt einfach Schiffe kaputt machen kann, weil man Materialien findet. Aber wie gesagt, für ein Let's Play ist das dann nicht so sonderlich spannend. Bin ich jetzt irgendwie falsch gewesen? Achso, ja, natürlich. Ich vergesse natürlich immer, dass er mich immer falsch rum dahin dreht. Das ist ein bisschen blöd gemacht, muss ich zugeben. Aber so ein Schiff hat halt auch keinen Rückwärtsgang, gell? So. Einmal wechseln nach River Valley. Und da kriegen wir jetzt eine kleine Sequenz. Wir leben in Kriegszeiten, aber für uns ist immer Krieg. Aha. Ja, dann ändert sich ja nichts an der Sache. Ja, und schon laden wir wieder. Mal gucken, wo es uns jetzt hinführt. Ich meine, wir müssen ja unseren Adewale retten. Und das ist 4 Kilometer entfernt. Ich fürchte, da waren wir noch nicht. Es ist definitiv ein neues Gebiet und komplett neues Gebiet, aber wir können hier zu diesem Fort eine Schnellreise machen, dann sind wir zumindest ein bisschen näher dran. Wir wollen sie ein bisschen abkürzen. Jetzt kommt schon. Immer diese Ladezeiten. Und warum bin ich jetzt nicht mehr auf dem Schiff? Das ist doch auch doof. Aber es hat trotzdem Zeit gespart. Man läuft auch immer in die falsche Richtung. So. Und jetzt fahren wir weiter in unbekanntes Gewässer. Ja, das war ganz schön knapp, Kollegen. Das ist wie bei der Parkplatzsuche, ja, wenn kein Parkplatz da ist. Dann presst man sich überall dazwischen. Das hat der jetzt gemacht. Und ich vermute, wir müssen da außen rum fahren. Oder stimmt das? Ja, der Weg ist nicht wirklich kürzer. Daher ja. Din, 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 din. Gut. Wow, das ist eng. Das ist eng, aber das schaffen wir. Dann muss ich ja tatsächlich von der Reisegeschwindigkeit ein bisschen runtergehen, weil wir sonst die Kurve nicht kriegen. Ja, das ist halt so ein bisschen...
Ich meine, auf der einen Seite natürlich, die Schifffahrt gehört jetzt hier dazu und auch bei Black Flag war das ja schon so, ich meine, Piraten ohne Schifffahrt ist natürlich irgendwie, dann würde was nicht stimmen und hier hat man halt einfach auch diese Schifffahrt drin. Das Hin- und Herfahren nervt halt teilweise, weil man auch öfters mal einfach nur wegen einer, ich sehe irgendwie nichts mehr, weil man öfters einfach nur mal wegen einer kurzen Mission irgendwo hinfahren muss und ja, Ort ansehen. Ja, ich glaube voll, dass wenn ich den Ort ansehe, dass ich da jetzt sehr viel sehe. Haben wir das Schiff jetzt touchiert? Nö. Gut aus dem Weg gefahren. Und da ist wieder ein Vor. Und das will uns gleich wieder abschießen. Finde ich nicht so freundlich. Aber da wollen wir auch gar nicht hin. Wir müssen nur durch das Sperrgebiet durch. Und da vorne ist unser Zielhafen. So, und wo kommen wir da richtig hin? Na super, schon sind wir im Beschusskegel. Ne, komm, schaffen wir es da noch raus? Ja, passt. Wunderbar. So, hier kurz um die Ecke, dann sind wir schon da. Also schon ist ja immer relativ. Muss ich jetzt hier irgendwo noch anlegen. Sequenz 5, Mission Wagemutig. Gut, wagemutig, das klingt jetzt für mich nach einer, ich weiß es nicht, naja, mal schauen. Seeschlacht bräuchte ich jetzt gerade nicht, bin ja so viel auf See rumgefahren. Ahoi und guten Morgen, Gentlemen. Ahoi. Wieder einmal war uns Captain Cooks Findigkeit von Nutzen. Ich habe den Mann ausgemacht, den ihr sucht. Adewale. Ganz genau. Zuletzt war er in einem französischen Fort, 2 Stunden flussaufwärts. Und was sucht der Lump in einem französischen Fort? Sein Schiff ausbessern, nehme ich an. Nach Louisburg. Danke, Master Cook. Wir übernehmen. Sie sind jetzt arbeitslos. Sie sind gefeuert. Gute Reise, Gentlemen. Das Fort liegt dort vor uns. Also müssen wir das Fort doch noch kaputt machen. Dann frischen Mutes voran. Ich hab's fast vermutet. Aber ich möchte, glaube ich, jetzt erst aufwerten, ganz ehrlich. Kann ich das hier machen? Was ist das denn für ein Vor? Ist das das, was da direkt gegenüber ist? Ja, nein, vielleicht, geradeaus. Wo ist es? Das meine ich. Da ist man gerade hier hingefahren und jetzt muss man wieder dahin fahren. Welche Stärke hat das Ding denn? Okay, probieren wir es einfach aus. Wird schon schief gehen. Ich meine, wer braucht schon ein aufgerüstetes Schiff, um einen Fort zu besiegen? Wir wahrscheinlich. Was ist jetzt kaputt? Ach du liebe Güte. Okay, da ist ein dickes Schiff, falls ihr das gesehen habt. Und das ist gerade ganz schön unter Beschuss gewesen. Halten wir uns fern. Wir können es umschiffen. Bleiben wir einfach auf kleineren Flüssen, die uns nicht folgen kann. Okay, kleinere Flüsse heißt, ich habe keine Ahnung, wo lang wir jetzt fahren sollen. Ich fahre jetzt mal da lang. Aber diese Materialien, die nehme ich natürlich gerne rein. Und nachdem da ja so ein kleiner Punkt ist, ein grüner, dann vermute ich mal, dass wir da durchfahren sollen. Nö, doch nicht. Ich glaube, ich gucke mal auf die Karte. Das würde wahrscheinlich ein bisschen helfen. Ja. Ach komm schon, wir fahren da jetzt rein und gut ist. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wo ich jetzt lang fahren soll, aber wir haben es ja irgendwie umschifft, dieses fette Ding. Ich kenne einen guten Ort, wo ihr von Bord könnt. Segelt los! So. Okay, wir wurden entdeckt. Ich durfte nicht entdeckt werden, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ja, dann müssen wir doch außen rum fahren. So viel zum Thema Schnellreise und so. So klappt das natürlich eher nicht. Und jetzt könnte ich vielleicht dann auch nochmal ein bisschen aufpassen, was die Kollegen da sagen. Jetzt sind wir natürlich wieder ewig weit weg. Ganz toll. So, also da wollen wir definitiv nicht lang, ja?
Also da rechts lang kommen wir, wollen wir ziemlich sicher nicht, weil da ist dieses fette Schiff. Und deshalb fahren wir links, das war ja nicht schlecht. Aber wahrscheinlich außen rum fahren, sonst... Wenn wir da wieder abbiegen, wo wir eben durchgefahren sind, war wahrscheinlich eher blöd. Einfach auf kleineren Flüssen, wo es nicht folgen kann. Und bleibt möglichst unentdeckt. Ah, jetzt unentdeckt. Warnung, nicht entdecken lassen. Okay, jetzt sehe ich es auch. Warum bringen die Franzosen so ein Schiff landeinwärts? Gut, also wir fahren nicht in den gelben Bereich. Das heißt, wir fahren einfach mal hier außen rum. Nichts gegen Captain Cook. Aber die Lady hat mehr Feuerkraft als alles, was ich bisher zu sehen die Ehre so. Hatte. Und einmal hier drumherum und dann kommen wir zu dem Fort. Und ich hoffe, dass... Die Franzosen haben einen gewissen Charme. Hab ich euch okay, jetzt sind wir da hinten. Wir haben quasi so einen Hintereingang gefunden, anscheinend. Knallen erstmal dagegen. Ich bin da echt talentiert dafür. Segelt los! Ich gehe zum Fort und finde heraus, was Adewale dort treibt. So, und wir machen jetzt hier wieder einen auf Landratte. Naja, komm. Schwimmen wir rüber. Warum nicht? Eiskaltes Wasser ist ja immer gut. Ist mal wenigstens wach. Jetzt müssen wir ihn finden. Ja, ist kalt, gell? Brrr. So. Ile de Pin. Da gibt es ganz schön viel zu entdecken. Ja, wir sollen ihn finden. Dürfen wir kämpfen? Haben wir optionale Ziele? Nein. Gut, dann kämpfe ich mich durch. Erstmal Schwert auswählen. Weil sonst ist es ja nicht lustig genug, gell? So, guten Tag. Kleine Überraschung. Spieß am Morgen. So, plündern. Natürlich toll, wenn die Wachen noch da sind. Dann macht das Plündern noch viel mehr Spaß. Guten Tag. Und da hinten ist noch einer. Der ist irgendwie oben. Ja. Dann lassen wir den. Haben wir noch... Oh, guten Tag. Ich finde es immer lustig, wer dann immer rumsteht und, naja. Nichts macht. So, was ist das für ein lustiges Icon? Oh, da ist ein Bär, den häute ich jetzt erstmal in aller Ruhe, während da die Soldaten daneben stehen. Das kann man schon mal machen. Ja, ja. Kaputt. Oh, kaputt. Gleich. Wenn die so einzeln kommen, ist das voll in Ordnung. Ich finde es sehr nett, dass die uns Bären machen. Und jetzt kann ich nochmal gucken, ob wir alles aufgefüllt haben. Ja, dann müssen wir diese Munitionskiste da hinten definitiv nicht verwenden. Oder aufbrauchen, besser gesagt. Und da hinten ist ein Aussichtsturm. Turm, ich glaube, hier ist es mehr ein Baum oder sowas. Ein Aussichtsbaum. Und der Weg sieht definitiv richtig aus. So, das ist eigentlich immer ganz angenehm bei Assassin's Creed. Man weiß eigentlich immer, wo man lang gehen muss. Nur bei den Suchaufgaben wird es ab und zu mal ein bisschen knifflig. So, kleiner Checkpoint. Und jetzt haben wir hier doch tatsächlich so ein großes Dorf. Das ja, hätte ich jetzt gar nicht erwartet hier. So. Da unten ist ein mit Schnee bedeckter Heuhaufen. Sehr schön, wie sogar Schnee auf die... Naja, gut. Kaputt. Ja, ja. Ich find's lustig, wie spät sie immer erst ihre Waffen ziehen. Oh. Zack. Und irgendwo hier ist eine Schatztruhe. Die nehme ich mit. Und da kommen zwei Kollegen. Überraschung. Überraschung. Und kaputt. Und da vorne ist so eine Alarmglocke. Schauen wir mal, ob wir da unauffällig hinkommen. Erstmal den kaputt machen. Dann können wir sabotieren. Und dann ist auch schon wurscht, ob sie klingeln oder nicht. Ich finde es echt lustig, wie man hier einfach so durchspazieren kann. Einfach mal umbringen. Ist ja ganz lustig. Ja,
Da ist nicht ein Scharfschütze. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Deshalb verstecke ich mich mal hier hinten, weil jetzt weiß ja der Scharfschütze nicht, dass ich da bin. Okay. Dann stören mich die beiden ein bisschen. Und... aha. Guck mal, der will kuscheln. Das ist aber lieb. Aber ich muss einen töten. Treffer durch Mörserbeschuss auf der Morrigan vermeiden. Was? Okay. Erreichen. Ich muss hier mein Schiff erreichen. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn er rechtzeitig mal auch auf dem Schiff ist. Irgendwo müssen wir jetzt also das Schiff, ein Schiff verfolgen. Und ich darf jetzt nicht mich durch Mörser treffen lassen. Also das merken wir uns. Also nicht in diesen bunten Kreisen stehen bleiben und gleichzeitig dieses Schiff verfolgen. Das klingt lustig, gell? Ja, jetzt haben wir mittlerweile schon wieder ein paar Sachen aufgedeckt. Da werde ich mich zwischen den Folgen mal wieder ans Sammeln machen dürfen. Muss ich die versenken oder muss ich... ich muss ihn töten. Adi-Wadi sammelt die Franzosen, die Assassinen hinter sich. Besiegen sie ihn. Okay, dann muss ich ihn töten. Dann, ja, machen wir den mal kaputt ein bisschen. Mal schauen, ob wir zuerst kaputt gehen oder er, wenn wir so nebeneinander fahren. Das schaut ja ganz schlecht für uns aus eigentlich. Wir hätten vielleicht mal unser Schiff verfolgen sollen in der Zwischenzeit. Einmal mörsern, einmal schießen, ballern, einmal schießen. Oh, wenn der uns rammt, das macht viel zu viel Schaden. Brutal. Also wir müssen unbedingt... das war nicht gut, das war gar nicht gut. Was mich jetzt wirklich stört, dass wir doch relativ kaputt sind. Also wir haben nicht drei von... wir haben nicht 3 von 3 Balken, sondern nur 2 von 3 und das macht es natürlich schwerer. Und wenn der uns natürlich so rammt... aber jetzt haben wir wieder volle Leben. Habe ich mir gedacht, ich könnte ihn da schon mal ein bisschen mörsern. Aber das macht er jetzt hier mit uns. Aber das Gute ist, er versucht es eigentlich bisher immer nur erst... hat es bisher nur einmal versucht. Ich kann ja schon mal von hier ein bisschen schießen. War nicht so toll gezielt, muss ich zugeben. Das macht halt gar keinen Schaden. Dann mörsern wir mal. Jetzt bin ich natürlich das fette Schiff gewohnt, das so richtig viel Schaden macht. Und jetzt mörsert er schon wieder. Ganz vorne, wie man ihn ganz vorne an der Spitze treffen musste. Jetzt musste ich nochmal ausweichen, weil er wieder gemörsert hat. Ah. Muss ich abdrehen, damit er mich nicht... Das macht Schaden, du leck mich am Arsch. So. Aber eigentlich sieht es gerade relativ gut aus. Definitiv besser als zuvor. Das war aber auch nicht so schwer, aber wenn er uns jetzt noch einmal rammt, dann war es das schon wieder. So, einmal Mörser. Na, wo ist meine Zielanzeige? Ah, ich habe keine Mörser mehr, sag mir das doch. Oh, 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 oh. Oh, 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 doofe Mörser, doofe Mörser. Und jetzt kommt er wieder. Hihi. Also zumindest haben wir es geschafft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich kaputt gegangen bin oder er. Das bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Aber es sieht eigentlich mehr dadurch, dass er speichert, aus, als hätten wir es irgendwie geschafft. Sehr interessant.
sehr interessant. Warum müssen wir Adebali töten? Finde ich nicht schön. Er rettet seine Crew. Nein, er kämpft sein letztes Gefecht. Enttäuschen wir ihn nicht. Okay. Verfolgt ihn, Shay. Ich mache einen Bogen. Niemanden außer Adebali töten. Okay, das kriegen wir vielleicht sogar hin. Also, wir haben keine Treffer durch deren Mörser bekommen. Das ist gut. Und jetzt sollen wir niemanden außer Adebali töten. Darf ich jemanden einschläfern? Mit meinen Schlafpfeilen? Das wäre ja schon mal eine Hilfe. Sagen wir es mal so. Das wird wäre auf alle Fälle eine Hilfe. Wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Mal. Ich verstecke mich jetzt hier im Gebüsch und beim nächsten Mal versuchen wir Adebali zu töten und ob uns das gelingen wird, ich bin mir nicht sicher, aber wir werden es auf alle Fälle versuchen. Somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.